Ein fröhliches Weihnachtsfest, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einer sehr speziellen Episode heute. Jedes Jahr, und das kennt ihr mittlerweile wahrscheinlich, oder falls ihr früher schon COD gespielt habt, kennt ihr es wahrscheinlich, gab es die Möglichkeit, so über die Weihnachtstage als eher erfahrener Spieler ein bisschen Spaß zu haben mit den Leuten, die unterm Weihnachtsbaum eine Disc oder ein Download oder sonst was von Call of Duty hatten. Es gab jedes Jahr die Weihnachtsnoobs. Das ging so weit, dass sogar Activision über den offiziellen Call of Duty Account den Leuten geschrieben hat, macht es entspannt mit den Weihnachtsnoobs, haut sie nicht aus den Lobbys raus. Und für die, die es nicht wissen, was es war, dadurch, dass wir kein SBMM hatten, hat man halt über die Weihnachtstage davor und danach tausende Spieler gehabt, die Level 1 waren, Level 2, die man durchaus für ein paar Tage mal mehr oder weniger witzig durch die Lobby schießen konnte. Es war großartig, es hat Spaß gemacht. Keiner hat sich deswegen das Leben genommen, selbst wenn er dann mal eine Runde richtig in die Fresse bekommen hat. Das gehört dazu in Games, wenn es bessere und schlechtere gibt. Heute gibt es nur SBMM, alle sind gleich schlecht. Da habe ich mir gedacht, warum suchen wir die Weihnachtsnoobs nicht? Das Problem bei dem Ganzen ist natürlich, und ich habe mir einen Plan zusammengelegt und den zeige ich euch heute auch und wir werden sie finden. Wie komme ich zu den Weihnachtsnoobs? Denn Activision hat es ja mit SBMM mittlerweile verboten. Und damit ihr meinen Plan versteht, habe ich mir gedacht, ich werde es euch einfach einzeichnen. Wir sind das hier. Und früher war es so, dass wir die Chance hatten, mit Timmy Weihnachtsbaum zu spielen und mit Christina Weihnachtsbaum und all diesen Leuten, die ihre Kopien irgendwann zu Weihnachten bekommen haben. Das Matchmaking hat einfach uns alle zusammengesucht und wir hatten alle gemeinsam Spaß. Das geht heute nicht mehr. Activision hat diese Linie hier gezogen, was bedeutet, wir dürfen zu denen nicht mehr rüber und die dürfen sozusagen zu uns nicht mehr rüber. Und sagen wir mal, die haben alle einen Bart. Okay, die haben alle einen Bart. Ist jetzt vielleicht nicht genderkonform, aber ist ja egal. So, Activision erkennt sofort, wenn wir uns einloggen, dass wir nicht zu denen hier gehören. Wir sehen anders aus, wir haben keinen Bart. Was ist aber, habe ich mir gedacht, wenn wir dafür sorgen, dass auch wir einen Bart bekommen? Diese Linie hier, kann man die irgendwie radieren? Ja, kann man sogar. Diese Linie würde verschwinden, weil das Matchmaking denkt, wir gehören dazu. Jetzt kann man ein Arschloch sein und so Neffen-Accounts oder so machen. Oder man macht es auf die alteingesessene Tour, nämlich wir verkleiden uns, verstecken uns, ballern unsere Stats 5 Runden in den Keller, nehmen Weihnachtsgeschenk mit und dann in der 6. Runde werden wir mit den Weihnachtsloops zusammen hoffentlich gematcht und verteilen Geschenke. Wie wird das Ganze laufen? Wir werden einfach 5 Runden lang mit unserer neuen Verkleidung, niemand wird uns erkennen, schon gar nicht Bobby Kotick, dafür sorgen, dass unsere Stats ein bisschen eine Delle bekommen. Dann werden wir diesen wunderbaren Handmade, Custom-Made Controller, den ihr mit 10% Rabatt bestellen könnt, über den Code unten in der Verlinkung. Endlich ein neuer Partner, ich freue mich riesig nach einem Jahr. Das ist für mich größtes Weihnachtsgeschenk. Und wir werden diesen Controller einfach falsch rumhalten und währenddessen werden wir einfach ein bisschen über die Karte laufen und so tun, als wenn wir die schlechtesten Spieler der Welt wären. So, dass wir die Möglichkeit bekommen, den ein oder anderen tot zu kassieren. Ganz wichtig beim Ganzen ist, ein bisschen umherschießen, ein bisschen in die Luft gucken, ein bisschen gegen die Wand rennen. Wir müssen wirklich so tun, als wenn wir noch nie in unserem Leben einen Controller in Hand gehabt hätten. Habt ihr auch schon mal den Punkt gehabt, wo ihr so eine richtig geile Idee hattet? Und in dem Moment, wo ihr diese Idee umsetzt, habt ihr euch wirklich gefragt, ob ihr zu viel getrunken habt? Genau diesen Punkt habe ich gerade. Aber es ist auch eine wunderbare Chance, dass ihr einmal seht, was für normale Lobbys ich habe. Denn die Hälfte meines Gegnerteams spielt an Weihnachten auf Shipment mit Interstellar-Tarnung auf den Waffen. Guckt. Ganz wichtig ist, dass wir jede Runde den Schein wahren müssen. Ein bisschen umherschießen, ein bisschen was Falsches treffen, ein bisschen gegen eine Wand laufen, da ist einer mit einer Shotgun, oh, bloß nicht zu schnell. All diese Sachen zählen bei SBMM rein und wir wollen ja absolut
mit Weihnachtsnoobs in eine Runde und ich bin mir absolut, absolut nicht mehr sicher, ob der Plan funktioniert. Hier haben wir ganz spezielle Exemplare. Es ist erst die erste Runde, die zweite. Wir tun einfach so, als wenn wir dazugehören. Wir tun einfach so, als wenn wir dazugehören. Wir sind kein Gegner, wir sind Teammate. Er realisiert es nicht, ich realisiere nichts. Perfekt, so ist es perfekt. Ja, komm, wir holen sie. Wir holen sie alle. Na komm, wir holen sie alle. Na komm. Ja, oh, still hinlegen. Hier ist eine Granate. So, wir tun wieder so. Oh, das war unser Teammate, der jetzt den gekillt hat. Wir könnten die Marke nehmen, aber ich glaube, dass das zu viele Punkte sind, die wir gar nicht machen wollen. Was bedeutet, dass wir weiter Tode sammeln, damit wir zu unseren geliebten Weihnachtsnoobs kommen. Und das Ganze machen wir einfach, indem wir so tun, als wenn wir tot wären. Ich schwör's euch, ich hatte in meinem Leben so viele dumme Ideen. Aber das hier ist mit Abstand eine der dümmsten Ideen, die ich jemals hatte und tatsächlich umsetze. Ich bereue mittlerweile jede einzelne Sekunde von dieser Idee. Wichtig dabei auch, man darf nicht selber Tode sammeln. Also zum Beispiel Granate in der Hand halten oder so. Dieses Matchmaking realisiert, ob die Tode feindbasiert sind oder von einem selber ausgeführt. Und wenn man zu viele eigene Tode sammelt, ist das Problem, dass der Effekt am Ende nicht wirklich funktioniert. Vom Scoreboard her sieht es sehr, sehr gut aus. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei 30, 35 Toten. Und wenn wir das noch zwei oder drei Runden so durchziehen, haben wir eine reelle Chance, unsere Weihnachtsgeschenke bei jedem einzelnen Weihnachtsnoob zu hinterlassen, der irgendwie dieses Jahr Call of Duty geschenkt bekommen hat. Ganz wichtig dabei ist auch, und ich bin mir relativ sicher, dass es in der Formel mit drin ist, man darf nicht sprinten, Doppeldreieck drücken für Waffenwechsel. Man muss wirklich so tun, als wenn man das allererste Mal in seinem Leben einen Controller in der Hand hat. Man muss auch so schießen, bisschen Richtung Gegner vielleicht mal, vielleicht wieder ein bisschen weg vom Gegner. Ich glaube, dass wir den perfekten Loop perfekt nachmachen. Man muss auch dazu sagen, ich habe den Plan eigentlich schon, ein wunderbarer Spawn, für den 24. gehabt. Echt gut gemacht, dieser Spawn, großartig. Allerdings war ich so vollgefressen, so komplett vollgefressen, und ihr kennt es mit Sicherheit auch an Weihnachten, es ging gar nichts mehr bei mir. Am 24. waren Knödel, Rotkohl, Rouladen, dazu hatten wir noch frische Nudeln gemacht, weil ich die fürs Gulasch einen Tag später haben wollte. Ich war beim Fleischer, ich habe Gulasch geholt, ich habe Rouladenfleisch geholt, dann haben wir Rouladen eingelegt. Am 25. haben wir dann frische Nudeln nochmal gegessen mit Gulasch dazu. Und ich weiß, manche essen Gulasch mit Reis, manche mit Kartoffeln. Ich finde, solange es Fleisch ist, darf man es mit allem essen. Wir sind jetzt 1,5 Stunden durch die Lobbys von Shipment geschossen worden. Und ich habe meine Weihnachtsroute eingepackt und dazu habe ich Geschenke. Der Plan ist folgendes. Wir hoffen, dass es funktioniert hat. Ansonsten ist das absoluter Fail. Und wir hoffen, dass wir verschiedenste Geschenke zu den Gegnern werfen können, als Danke dafür, dass wir ein tolles Weihnachtsfest mit ihnen hatten. Das Ding ist, ich sehe auch so ungefähr nur die Hälfte von dem, was ich eigentlich sehen müsste. Da haben wir den ersten Weihnachtsnoob, da haben wir noch mehr und wir kommen nicht weiter. All die Weihnachtsnoobs haben unsere Liebe verdient. Da ist die Drohne. Das heißt, wir sind ganz kurz davor, Geschenke verteilen zu können. So, wir haben Geschenke. Es waren gute Weihnachtsnoobs. Wir werfen sie dahin. Wir wollen aber die großen Geschenke. Wir wollen die größten Geschenke, die es gibt. Dafür müssen wir jetzt hier irgendwie weiter. Da ist der nächste. Gucken, welche Weihnachtsgeschenke es gibt diesmal. Nehmen wir. Und es gibt ein Bodenluftgeschütz. Das ist ein schlechtes Weihnachtsgeschenk. Das kriegen nur die Leute, die keine Freunde haben. So, und weiter geht's. Wir wollen bessere Geschenke. Wir sind noch nicht fertig. Das hier nehmen wir einmal ein. Schnell weg hier.
Hier verteilen wir noch mehr Geschenke. Komm her! Wir haben noch mehr Geschenke! Kommt her! Der Weihnachtsmann ist da! Kommt her! Oh shit. Okay, ich denke, dass die Geschenke diesmal auf jeden Fall ankommen werden. Ich muss ehrlich sagen, nach 1,5 Stunden durch die Lobbys geballert werden, war ich mir absolut sicher, dass wir komplette Weihnachtsmoves bekommen. Leider muss ich feststellen, dass das nicht 100% so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Nichtsdestotrotz haben wir realistische Chancen, noch das ein oder andere Geschenk aufzuteilen. Wir warten hier auf die Gelegenheit, weitere Geschenke zu verteilen. Mit ein bisschen Glück können wir hier... Bisschen enttäuschend ist das bisher, weil wir noch nicht annähernd genug Geschenke verteilt haben, so dass ich zufrieden sein kann. Hier haben wir noch ein Geschenk, sehr schön. Er hier ist tot, er hat auch keins mehr. Da haben wir noch einen. Oh Gott. Ich würde gerne noch weitere Geschenke verteilen, in der Hoffnung, dass wir noch den einen oder anderen beglücken können. Er ist tot, den können wir nicht mehr beglücken. Ihn können wir beglücken. Ihn können wir beglücken. Ihn machen wir glücklich. Oh ja, wir machen alle glücklich. Oh, wir machen sie alle glücklich hier. Oh ja, hier Weihnachtsgeschenke. Hier werden Weihnachtsgeschenke verteilt. Ich muss ehrlich feststellen, dass wir höchstwahrscheinlich der schlechteste Weihnachtsmann aller Zeiten sind. Wirklich der schlechteste. Niemand wird uns nach Hause einladen. Wir haben so wenig Geschenke bisher verteilt. Das ist so schade. Früher konnte man den Weihnachtsloops so viel Gutes tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Idee war in meinem Kopf großartig. Aber es war einfach... über 2,5 Stunden komplett verschwendet. Und jetzt schneide ich das auch noch zusammen. Oh meine Güte. Leute, ich habe wirklich gedacht, wir können ein paar Weihnachtsnoobs mit unfassbar vielen und tollen Geschenken beglücken. Wir haben es einmal geschafft und dafür haben wir 1,5 Stunden uns durch die Lobbys von Shipment ballern lassen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich werde es an dem Punkt auch aufgeben und akzeptiere es. Weihnachtsnoobs für uns sind gestorben. Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, genießt auch die Weihnachtstage, haut rein.